Herzlich willkommen zu diesem Lernvideo zur französischen Grammatik. Heute betrachten wir die Bildung des Imparfait. Was die Funktion des Imparfaits angeht, insbesondere hinsichtlich des Unterschiedes zum Passé Composé, verweise ich auf ein weiteres Lernvideo, in dem ich die Funktion des Imparfaits nochmal genauer erläutern werde. Betrachten wir noch einmal das Thema Verbkonjugation. Eine Verbkombination ist ja nichts anderes als eine Kombination aus dem Stamm des Verbs mit den zu den Subjektpronomina zugeordneten Endungen. Wenn wir das Imparfait bilden wollen, gilt, dass wir für die Konjugation des Imparfaits für alle Verben nur einen Stamm benötigen. Diesen leiten wir aus dem Stamm der ersten Person Pluralpräsens Indikativ ab. Anhand eines Verbs aus der ersten Gruppe, hier regarder, kann man das einmal demonstrieren. Wir bilden die erste Person Pluralpräsens Indikativ, nous regardons. Dann lassen wir das Subjektpronomen nous und auch die Endung ons weg und erhalten den Stamm regarde. Das funktioniert auch bei Verben der zweiten Gruppe. Hier das Verb finir. Aus nous finissant ergibt sich finis mit Doppel-S am Ende. Ein Beispiel für Verben aus der dritten Gruppe stellt das Verb prendre dar. Auch hier funktioniert das genauso. Wir bilden die erste Person Pluralpräsens Indikativ, nous prenons, und als Stamm bleibt übrig prennen. Fehlen nur noch die Endungen, die wir an diese Stämme dranhängen müssen. Den Subjektpronomina sind jetzt folgende Endungen zugeordnet. Für die erste Person Singular AIS, für die zweite Person Singular auch AIS, dritte Person Singular AIT und im Plural haben wir dann IONS, IEZ, AIENT. Betrachten wir das nun einmal etwas genauer anhand eines Beispiels mit einem Verb aus der ersten Gruppe. Wir haben hier noch einmal die Subjektpronomina je, tu, il, elle, on, nous, vous, il und elle. Dahinter schreiben wir dann den Stamm des Verbs, also hier regarde, auf. Und dann hängen wir die entsprechenden zugeordneten Endungen dran, AIS und so weiter bis AINT. Wir erhalten das Ergebnis je regardais, tu regardais, il regardait. Und im Plural, nous regardions, vous regardiez, ils regardaient. Das funktioniert analog mit den anderen Verbgruppen genauso. Wir haben hier zum Beispiel das Verb finir. Und dann erhalten wir je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez und il finissait. Oder das Verb prendre. Dann erhalten wir je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous prenez, il prenait. Einzige Ausnahme in dieser Zeitenbildung stellt das Verb être dar. Wir haben hier besondere Formen, die lauten j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Auch hier kann man aber sehen, dass die Endungen die gleichen sind. Wir fassen zusammen. Für die Bildung des Imparfaits braucht man nur einen Stamm. Des Weiteren können wir eine Regel formulieren, die für alle Verben außer für être gilt, nämlich wir bilden den Stamm der ersten Person Pluralpräsens und hängen dort die Imparfait-Endungen dran, AIS, AIS, AIT, UNS, IZ, AIENT. Betrachten wir zum Schluss noch zwei Besonderheiten. Zum einen müssen die Verben, die auf CER oder GER enden, bei den Endungen, vor den Endungen AIS, AIT und AINT leicht verändert werden, um der geforderten Lautung nachzukommen. Denn beispielsweise das Verb placer fordert in der ersten Person Singular die Aussprache je placer. Und diese Aussprache kann ich nur realisieren, indem ich unter das C den sogenannten cédille schreibe. Bei manger gilt das ähnlich. Die Lautung fordert die Form je mangeais und das erhalte ich nur dadurch, indem ich hinter das G ein E schreibe. Ansonsten
hieße die Form ja je mange. Aber ich muss ja der alten Regel folgen, die Rechtschreibung folgt der Lautung. Deswegen hier das E. Die zweite Besonderheit betrifft die Verben, beispielsweise plier. Wir erhalten in der ersten Person Plural des Imparfaits eine Form, in der in der Mitte zwei Is geschrieben werden, wobei das erste I Bestandteil des Stamms ist und das zweite I Bestandteil der Endung. Gleiches gilt für das Verb rir. Auch hier zweimal das I, das erste I als Bestandteil des Stamms und das zweite I als Bestandteil der Endung. Das sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber wir müssen jeweils beides mal das I schreiben.